Heute begebe ich mich auf Spurensuche von Gustav Adolf, welcher im 30-jährigen Krieg nach dem heute benannten Gustavsburg zum Kühlkopf gewandert ist. So, hier mache ich jetzt gleich meine ersten 4 Höhenmeter. Da geht es ja schon mal ordentlich steil rauf. Uferbrücke. Die sind mindestens 390 Jahre alt. So, heute bin ich auf einer kleinen Wanderung am Rhein. Gestartet bin ich bei mir zu Hause in Geinsheim. Jetzt bin ich in der Umgebung von Schusterwörth bei Leheim und überquere gerade oder laufe gerade an den schönen Streuobstwiesen auf dem Sommerdamm. Weiter geht es jetzt durch die Rheinauen Richtung Rhein. Von dort möchte ich dann zum Kühlkopf wandern und eventuell zur Schwedensäule. Die Februarstürme haben ihre Spuren hinterlassen. Jetzt bin ich wieder am Rhein. Hier habe ich schon mal ein Gitarrenvideo gefilmt oder gedreht. Ist auch schon eine Weile wieder her, bei nicht so schönem Wetter wie heute. Hat auch gut gestürmt, aber es hatte was gehabt. So. Hier geht es weiter, flussaufwärts zur Schwedensäule. Ich bin jetzt am Kühlkopf angekommen und schwenke rüber auf diese Insel vom Kühlkopf. Gleich geht es weiter zur Schwedensäule. Ein kleiner Blick auf das Forsthaus Knoblochsaue. Die letzten Meter zur Schwedensäule. Die rechte Hand schimmert so ein bisschen der Altrhein durch. So. Und hier links schimmert ein wenig die Schwedensäule durch im roten Sandstein. Am 7. Dezember 1631 hat Gustav Adolf mit seinem Heer hier in diesem Bereich am Kühlkopf den Rhein überquert, um nach Mainz zu marschieren.
Jetzt bin ich hier am Altrhein mit Blick auf die Halbinsel des Kühlkopf. Oder Kühlkopf, wie ich mir sage. Jetzt mache ich mich mal langsam auf den Rückweg. Trinke noch mein alkoholfreies Weizen aus. Brotzeit habe ich gemacht. Und mal gucken, wie lange wir brauchen. Ja, so ein schöner Tag. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, bin wieder auf dem Hochwasserdamm, laufe praktisch flussabwärts Richtung Trimburg-Geinsheim. In der Ferne könnte man den Rheingau-Taunus sehen, ist aber leider sehr diesig heute. Schade. Jetzt rechter Hand hinter mir wäre der Odenwald, aber das sieht man auch nichts. Schade. So, obwohl ich ein alkoholfreies getrunken habe, bin ich doch deutliche Schlangenlinien gelaufen. Liegt aber daran, dass der Damm so viele Kurven hat. Jetzt bin ich wieder am Rhein und dann ist auch nicht mehr weit für zurück. Der letzte steile Aufstieg und dann bin ich zu Hause.